Renee. In einer Nacht über ein ganzes Leben nachgedacht. Das Ding mit dem Zug habe ich durchgezogen. Jeden Tag, jede Nacht. Über 3 Jahre ohne Wohnung, nur mit Tenniskoffer. Lebte ich wie ein Bahnnomade. Easy Rider, Dennis Hopper. Nur für eine schmale Gage, gerade so auf Netto Rap. Überall hab ich gepennt, in Badewanne, in Ghetto-Betten, in Behindertentoiletten, hinter irgendwelchen Ecken. Eingerollt im Winterdecken, bis mich kleine Kinder wecken. Ich bin aufgetreten wie ein Penner auf der Straße, in der Fußgängerpassage, ohne Fußreflexmassage, ohne Crew, ohne Marge. Nur der Mut zu Blamage, Dreck fressen. Solange bis ich genug davon habe, draufgeschissen. Keine Sekunde will ich missen, aber so eine Mission. Lass uns ein bisschen reminiscen. Der MCCE, das EN zu dem E. Hip-Hops verlorener Sohn, der Wiedergeborene. Ich war eine Phase meines Lebens auf Fire Free. Renee. Wie löse ich die Vergangenheit von der Gegenwart? Renee. Eine Phase meines Lebens, ich bin sauer, sauer. Renee. An diese Zeit spüre ich Gelassenheit, ferner von dem Massenhype, ohne Hass und Neid. Der entspannte René mit der verkannten Idee. Leute sagten, er verliert den Verstand, der René. Wie Hannibals Elefanten stampfte er durch den Schnee. Heute sagen Leute, keiner kennt das Land wie René. Von den Alpen bis ans Wattenmeer, keine Schatten mehr. Leute fragen, warum macht er keine Platten mehr. Ich bin wieder da, wieder MC René im Ohr. Ich lebe noch und fühle mich stärker als je zuvor. Jetzt bin ich genau, wo ich sein will und fühle mich chill. Hip-Hop ist der Bumerang und nicht der Aboriginal. Dies ist nur eine Intonation für das, was kommt. Eine René-Ekarnation schimmert am Horizont. Die Vergangenheit bedeutet nichts. Jetzt seh ich es, die Zukunft ist die Zeit, in der du heute bist. René, ich war eine Phase meines Lebens.